Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video haben wir was Besonderes vor. Sieht man vielleicht auch am Setup, denn ich habe einen Gast, Katharina Bruns. Schön, dass du da bist. Hi, Melchior, vielen Dank. Wir wollen uns heute in diesem Video und übrigens auch in den nächsten Videos anschauen, was so politisch auf uns zukommt in den nächsten Jahren, je nachdem, was wir wählen. Und da gibt es, glaube ich, keinen besseren Gast als Gründerin und Vorstand von der Kontist Stiftung. Aber Katharina, das ist ja nicht alles, was du machst. Was machst du denn noch? Na, hauptsächlich bin ich natürlich selbstständig, schon seit vielen Jahren. Und ich beschäftige mich auch schon seit sehr vielen Jahren mit den politischen Rahmenbedingungen. Als ich dann den Chris, den CEO von Kontist, kennengelernt habe, da haben wir dann zusammen die Stiftung gegründet. Aber ich bin schon sehr, sehr lange an den Themen dran und kenne mich ganz gut aus und beobachte, was die verschiedenen Parteien so mit uns vorhaben. Und aus meinem eigenen selbstständigen Alltag weiß ich natürlich auch, was das für viele von uns bedeutet. Ich arbeite auch mit Selbstständigen und weiß eben auch von Leuten, die andere Geschäftsmodelle haben, was es für sie bedeuten kann. Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir Selbstständige uns ein bisschen auch mehr mit Politik auseinandersetzen, auch wenn es natürlich niemals unser Kerngeschäft sein wird, das alles zu wissen. Genau. Und gerade weil das ein Thema ist, wo man sich im Alltag vielleicht nicht ganz mit auseinandersetzt, deswegen nehmen wir diese Videos auf. Das heißt, jetzt in diesem Video und in den folgenden Videos schauen wir uns so die Hauptthemenschwerpunkte mal gemeinsam an. Was vielleicht wichtig ist, auch als Selbstständiger zumindest mal im Kopf zu haben, gehört zu haben und worauf man vielleicht achten sollte. Das ist, sollten wir vielleicht auch dazu sagen, es wird natürlich nicht vollständig sein. Und es wird auch keine Wahlempfehlung sein, aber wir gehen einfach mal die Punkte durch, wo wir sagen, das ist vielleicht für Selbstständige gerade wichtige Themen. Genau, klar. Es ist wahrscheinlich ganz interessant zu wissen, was auf uns zukommt, wenn wir die eine oder andere Partei wählen. Und dann muss man sich halt selber Gedanken machen, wie man es haben möchte. Wunderbar. Das war's auch für das erste Anteaser-Video. Du findest natürlich hier eingeblendet das nächste Video, wo wir schon mal einen Überblick geben über die Themen, die interessant sind, die, ich glaube, auch die ongoing brennenden Themen sind. Da hat sich jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Und da findet ihr zumindest einen Überblick und dann anschließend auch Follow-up-Videos, wo wir diese Themen noch mal ein bisschen tiefer anschauen.